herzlich willkommen zu einer neuen Backfolge. Na, habt ihr auch schon alle fleißig an den Apfelbäumen gerüttelt? Dann gibt's nämlich heute eine cremige Apfelmustorte. Wir benötigen für den Teig 4 Eier, welche ich jetzt gleich mal in Eiklar und Butter trennen werde. Ich hole mir jetzt noch 150 Gramm Zucker und dann werden wir das Ganze schaumig rühren. Ich habe hier 5 Esslöffel Wasser und 60 Gramm Mohn mit 140 Gramm Mehl und einem halben Päckchen Backpulver. Das werden wir jetzt abwechselnd nach und nach in die Masse rühren. Ofen vorheizen und zwar Heißluft 170 Grad. Und jetzt geht's ans Mixen. Wir werden im letzten Schritt jetzt noch den Eischnee unter die Masse rühren. Gar nicht zu wild umrühren. Nur ganz leicht unterheben, dass sich das alles schön vermengt hat. Ihr könnt eine ganz normale 26er oder 24er Tortenform verwenden. Ich habe mich heute für einen Tortenring entschieden. Da werden wir jetzt die Masse reingeben. Schön gleichmäßig verteilen. Und dann kommt das Ganze auch schon in den Ofen für ca. 40 Minuten. Für die Apfelpuddingmasse werden wir nun 750 ml Apfelsaft gemeinsam mit 80 Gramm Zucker in einem Topf erhitzen. Inzwischen werden wir noch 3 Äpfel schälen und klein hacken. Bevor wir Vanillepuddingpulver nun zum Apfelsaft dazugeben, werden wir hier noch das Puddingpulver mit 1-2 Esslöffel Wasser anrühren, damit es nicht verklumpt. Und falls das zu wenig ist, wie es jetzt bei mir der Fall war, dann gebt ihr einfach noch ein bisschen Wasser dazu. Und rein damit. Und dann gleichzügig umrühren und zu einem Pudding kochen. Den abgekühlten Tortenboden habe ich samt Ring jetzt schon auf einen Teller platziert, mit dem er dann quasi auch in den Kühlschrank kommt. Wir werden jetzt noch die Apfelmasse draufgeben. Nach 1,5 Stunden Kühlzeit werden wir uns jetzt noch ans Verzieren machen. Dazu werde ich jetzt mal erst den Tortenring entfernen. Perfekt! Und dann werden wir 250 ml Overs steif schlagen. Halb steif geschlagen werde ich jetzt noch ein Päckchen Sahnesteif nach und nach unterrühren. Ich verwende zum Verzieren heute einen Dressiersack, das heißt, ich gebe das gesamte geschlagene Overs in meinen Dressiersack mit einer Sterntülle. Und dann ist es euch überlassen, in welcher Form ihr das aufspritzt. Dazu noch ein bisschen Zimt. Zum Schluss noch mit Mandelblättchen bestreuen. Und ihr so? Wollt ihr vielleicht jetzt auch so ein Stück? Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß beim Nachbacken und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wo wir gemeinsam einen Winterkäsesalat mit Trauben und Kürbis zubereiten werden.